You can't touch this. Can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Ja, ich habe lange überlegt, was mache ich heute mit euch. Also nicht lange überlegt, eigentlich war klar, wir wollen bauen. Problem, wir haben kein Holz und ich bin tatsächlich bisher auch noch absolut nicht dazu gekommen, Holz zu sammeln. Ja, was machen wir nun? Holz sammeln? Wahrscheinlich, es tut mir leid, aber aktuell nutze ich halt wirklich jede freie Minute, um mit meinem Dachboden und meinem neuen Gaming Room voranzukommen. Deswegen war leider keine Zeit zwischendurch nochmal Holz zu sammeln. Jetzt möchte ich mit euch aber nicht nochmal unbedingt Silber holen. Weil das haben wir jetzt echt viele Folgen gemacht und ich weiß gar nicht, wie viele haben wir noch am Start. Komm, wir gucken mal kurz. Also hier haben wir keine Kohle schon mehr drin, das ist schon mal gut. Also wir haben hier noch 4 Silber. 8 Silber. 12 Silber. Plus 5 haben wir einstecken, sind 17. Sind 17 plus 26 sind 42, wa? 43. 43 Silber. Reicht natürlich noch nicht. Denn wir brauchen 45 für... Ach nee, Moment. Frostner haben wir doch schon ganz oben. Ich bin auch richtig schön bekloppt. Wir brauchen 30 dafür. Dann haben wir den Torger ganz oben. Und das Schwarzmetallschild braucht eigentlich nur Edelholz. Jo, na geil. Eigentlich will ich mit euch kein Holz sammeln, weil es so stinkend langweilig ist. Aber andererseits müssen wir es halt machen. Und ich werde wahrscheinlich auch die nächsten Tage nicht dazu kommen, irgendwie hier abends nochmal was zu machen. Weil ich hocke aktuell jeden Abend bis 22, 23 Uhr da oben und bin am Ausbauen. Naja, wir machen jetzt erstmal den Fangzahn hoch. 6 Hirschfell, Glibber und Rinde. So, 6 Hirschfell. Glibber, Rinde ist alles oben. Geil, dann kriegen wir den jetzt noch auf die 4. Ansonsten gucken wir mal, dass wir Loxi noch zähmen und jetzt alles upgraden, dass es ein bisschen interessanter bleibt. Aber ja, eigentlich müssen wir auch Holz holen. Ich bin mir noch unschlüssig. Entscheide ich mal wieder spontan. Wie viel waren das? Waren das 35 Rinde oder 30? Nehmen wir 35 mit. Glibber waren es, glaube ich, 15. Boah, das passt aber auch gerade so, ne? Hoch. So, und jetzt brauchen wir noch Silber. Ja, mit der letzten Folge ist ein bisschen doof gelaufen. Das tut mir extremst leid. Ich habe die abends noch aufgenommen für euch, relativ spät. Ich habe es ja auch in der Dings gesagt in der Folge, dass die wahrscheinlich erst irgendwann 21, 21.30 oder so online kommen wird. Hab alles fertig gemacht, rendern lassen, bearbeitet und alles Mögliche. Moment, wichtiger Augenblick. Stufe 4! Yay! Alter, geil. Ich freue mich so dermaßen. Jetzt ist der auch auf Max. Ich finde es ein bisschen doof, die könnten ja dann draus verschwinden, sonst guckt man immer, ob doch noch was geht, aber gut, 4 ist halt das Höchste. Geil, Schwarzmetallschild, also müssen wir Edelholz holen, das können wir mal fix machen, das ist okay. Wir haben hier hinten noch ein paar Birken. Wir hatten ja so ein richtiges, warte mal, wir hauen die Kohle noch schnell rein, wir hatten ja so ein richtiges Birkenparadies in den Ebenen. Könnten wir eigentlich auch nochmal hin. Ja, alles fertig gemacht, Folge rendern lassen, hochgeladen, ich liege abends im Bett kurz vorm Einschlafen, will nochmal kurz gucken, dass die Folge auch online ist und sehe, ich habe einfach aus meiner Dummheit heraus die Folge von davor nochmal hochgeladen. Ja, war ein bisschen dumm, 4, 5 Leute haben es gesehen, haben sich wahrscheinlich auch gedacht, Alter, ist der Junge betrunken. Nein, war ich nicht, es war einfach nur pure Dummheit. Ja, ich habe sie dann schnell wieder offline genommen, bin aber am nächsten Morgen auch nicht mehr dazu gekommen, die noch hochzuladen. Und dann kam es dann erst irgendwann 14 Uhr, glaube ich. Sorry dafür, war mal einfach mal wieder meine Dummheit. Also, Rinde weg und Glibber weg. Wird jetzt gerade Nacht, können wir nochmal fix pennen? Ich renne immer noch hier rüber zum Bett. Das hat sich irgendwie in, keine Ahnung, 150 Folgen oder so, so lange haben wir das Bett bestimmt schon stehen, einfach eingeprägt in meinem Kopf. Naja, ich bin auf jeden Fall fleißig, es wird auf jeden Fall trotzdem nicht Ende dieser Woche werden, weil vieles ist noch nicht da, einiges scheint erst Montag zu kommen. Ja, und auch Kleinigkeiten haben wir wieder aufgehalten. Wie es halt immer so ist. Also ich denke eher Mitte bis Ende nächste Woche.
Aber dann ist halt heute mal ein bisschen Upgrade-Folge und mal gucken, vielleicht sammeln wir auch noch ein bisschen normales Holz. Wäre mir eigentlich ganz lieb. Ich habe keinen Bock, wieder irgendwelche anderen Sachen einzureißen dafür. So kommen wir halt auch nicht weit. Lasst mich mal überlegen, was haben wir denn heute? Donnerstag, ne? Ja, Donnerstag ist heute. Das heißt, nächste Folge kommt am Samstag. Was brennt denn da hinten? Hier ist noch so ein Suttling-Typ. Der hat sich verirrt. Der wollte nicht wieder heim. Hallo, mein Freund. Ach, ich bin auch geil. Ich wollte eigentlich blocken. Ja, komm, klappe jetzt. Wir müssen auch mal wieder ein paar Birken hier anpflanzen. Also kommt Samstag die nächste Folge. Schaffe ich es irgendwie bis Samstag nochmal Holz zu sammeln? Ich weiß es nicht. Aber ich versuch's. Ich sag mal so, ich möchte euch jetzt echt nicht stupide hier 20 Minuten lang Holz sammeln. Das wäre nicht so geil. Ja, mal gucken. Irgendwie kriege ich es bestimmt hin. Ich meine, wenn ich mir uralten Skill reinknalle, dann ist das ja auch in einer halben, dreiviertel Stunde erledigt. Dann haben wir zumindest erstmal genügend Holz. Dann würde ich sagen, wir sammeln jetzt erstmal nur ein bisschen Edelholz, dass wir das Schwarzmetallschild noch hochkriegen. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit noch ist. Und gehen vielleicht nochmal zu Loxi. Können auch mal wieder ein bisschen Flachs anbauen und ernten und so. Ja, da fällt mir schon noch was ein. Und dann gucke ich, dass ich ein bisschen Holz sammle und dann machen wir nächste Folge auf jeden Fall wieder eine Baufolge. Sorry dafür, aber die Zeit gibt es gerade echt nicht her. Ist halt so, ne? Arbeiten, nach Hause kommen, auf Kind aufpassen, Kind schlafen legen, Abendbrot essen und dann noch 2-3 Stunden im Dachboden werkeln und dann ist irgendwann auch schon wieder 23 Uhr. Und am nächsten Tag halt wieder um 6 aufstehen. Ja. Bleibt nicht viel Zeit. Geh doch weg. Wie viel haben wir denn jetzt? 29 Edelholz. Wir haben auch gleich wieder 3 Samen. Komm, wir basteln die Birken hier wieder hin. Zack. Wachsen irgendwann wieder 3 neue. Ich glaube, wir haben bloß 25 oder 20 Edelholz gebraucht, aber ist ja noch Stufe 2. Da kommt noch eine Stufe. Und die braucht bestimmt noch mehr. Es ist Wahnsinn. Kaum sitzt du da, nimmst auf, ist dein Handy hier durchgehend am Aufleuchten. Achso, zwecks, wie verfahren wir hier weiter mit dem Let's Play? Hatte ich einen Kommentar, dass sich gewünscht wird oder dass er es besser fände, wenn wir uns den Endboss noch aufheben? Weil irgendwie, wenn der Endboss tot ist, die Luft raus ist, hast du geschrieben. Ja, denke ich auch. Also, ich habe halt überlegt mit den Folgen, ob wir es jetzt doch machen, Endboss und dann alles andere halt... Dann hoffentlich so ein bisschen bei Twitch, hatte ich ja gesagt. Und dann vielleicht 2 Highlight-Folgen die Woche. Hätten wir machen können. Aber du hast schon recht, wenn dann irgendwie alles erledigt ist und man nicht mehr wirklich ein Ziel hat, zumindest was die Story angeht, dann könnte es halt passieren, dass die Luft raus ist. Und da habe ich auch wenig Bock drauf. So, wie viel haben wir denn jetzt? 46. Wird definitiv immer noch nicht reichen. Können wir hier noch so ein Birkending basteln? 1 haben wir bekommen. 2, perfekt. Komm, wir gehen erstmal zurück. Also prinzipiell möchte ich es so machen, wie ihr euch das wünscht. Das habe ich ja in vielen Sachen schon so gesagt und auch umgesetzt, größtenteils. Manchmal vielleicht auch nicht, aber größtenteils schon. Und dementsprechend würde ich sagen, wir machen es halt erstmal so. Dann machen wir jetzt ein paar Baufolgen und gucken noch ein bisschen in den Ebenen rum. Wir können alles noch nach oben upgraden, ohne Ende. Wir können uns hier im Let's Play auch nochmal die Frosthöhlen angucken. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen was von der Karte aufdecken. Und dann mal schauen. Ich würde es dann einfach spontan entscheiden, wenn ich irgendwann so das Gefühl habe, hey, jetzt haben wir langsam genügend gemacht. Es ist Zeit für den Endboss, dann machen wir den. Und danach halt bloß noch Twitch erstmal oder keine Ahnung. Aber ich würde mich jetzt erstmal so nach euch richten.
dass wir den Endboss halt noch ein bisschen aufheben. So, jetzt zeig mal her hier. 20 Edelholz hat's gekostet. 8 Schwarzmetall und 4 Ketten. Wo hab ich denn Schwarzmetall hin? Warte mal, ich glaube... hier hinten. Man sollte nicht glauben, man sollte wissen. Habe ich da oben noch eine Truhe gemacht für? Ach, ja, hier. 9 Schwarzmetall, also wir brauchen 8 und wir brauchen 4 Ketten. So, her damit. Und Handy schon wieder. Ey, Wahnsinn, es geht mir auf die Nerven. So, komm, Schwarzmetallschild. Was macht's mehr? 97 schwarze Blockrüstung. Bam. Geilo, auch auf der 3. Ach, das ist schon Max. Warum denn das? Ist das bei Schilden immer so? Ich weiß es nicht. Schade. Eisenspitzhacke wäre noch cool. Kostet aber Eisen ohne Ende. Wir können sogar den Flug aufwerten. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Komm, scheiß drauf. Wir rennen immer noch mit einer Bronze-Axt rum. Das ist traurig. Es gab doch auch eine Silber-Axt, oder? Schwarzmetallmesser? Ja, wozu? Ach, genau. Jetzt fällt es mir gerade ein. Sorry, ich habe kurz überlegt. Es hatte mir einer von euch geschrieben. Zwecks. Wie ist das dann, wenn wir Lochse vermehren und die schlachten wollen? Weil ich ja gesagt habe, ey, Riesengehege, 1000 Lochse, ich klopp eins. Ich habe ja gar keinen Platz, um abzuhauen. Und der Lochs haut zweimal zu und ich bin tot. Und da hatte mir jemand von euch geschrieben, das Metzgermesser dafür ist da. Kann nur zahme Kreaturen verletzen. Ah, okay, macht Sinn. Ist das bei dem auch so? Nee. Was macht denn das? Eigentlich relativ schlechte Werte, aber geil. Cool, dann müssen wir das uns noch herstellen. Vor allem, das gibt es schon ewig. Hätten wir schon mit Zinn machen können. Stachelschwein ist natürlich auch geil. So, jetzt lass mal kurz gucken. Silberschwert wollte ich irgendwann mal noch herstellen, weil es halt einen ziemlich geilen Schlitzenwert hat. Uralter Rindenspeer. Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. So, wie sieht's denn aus? Wo haben wir denn die Äxte? Hier, guck mal. Eisenaxt. Streitaxt wird ja... ja. Auch 70 Schlitzen. 35 Eisen. Uiuiuiui. Ah, da gibt's die noch. Eine 90 Schlitzen. 30 Geist. Ah, die will ich auch mal noch haben. Aber ich würde mal sagen, zum Holzfällen ist dann eher die Eisenaxt gedacht, oder? Mit der Kristallkampfaxt. Schlitzenwert 60, Schlitzenwert 90. Ist halt die Frage, ne? Bringt das was fürs Holzfällen? Steht das irgendwo mit da? Parierbonusblock macht? Nee, ne? Auch nicht. Aber dann würde ich... ach so, 20 Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Mann, Mann, Mann. Eisen haben wir echt am wenigsten. Ah, 12 Stück hatten wir noch. Hätte nicht gereicht. Gott sei Dank. So, aber guck mal, wir haben auf jeden Fall schon wieder ein bisschen Holz zusammenbekommen. Das eine Harz können wir hier reinballern. Jetzt haben wir hier noch Schwarzmetall. Komm, wir lassen das gleich mal brutzeln. Oder warte mal, komm, wir hauen mal 11 Stück in... achso, naja, ja, doch, doch. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen unentschlossen. Kohle. Müssen wir auch noch... ja, da brauchen wir wieder Holz. Können wir eigentlich nur das gute Kernholz für nehmen. Brauchen wir gerade nicht so dringend. Werde ich bestimmt irgendwann bereuen. Aber naja, so ist es halt manchmal im Leben. Naja, fast gut aufgeteilt. Dann packen wir den Spaß noch rein. Wie sieht's denn aus? Viertelstunde rum. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist schön. Wunderschön. Ah, hier sind sogar noch 10 drinnen. Du hast wieder keine Kohle mehr. Auch geil. Gut, dann machen wir uns mal auf zu Loxy Roxy, oder? Ich hab Bock auf Loxy. Die geile Sau. So, zack. Was brauchen wir? Wir brauchen noch ein paar Moltebären. Molte, Molte, Moltebären. Den Flug wollte ich mit euch noch upgraden. Einfach, weil wir es können. Es hat gekostet Kernholz und Bronze. Ein Bronze. Können wir gleich mal Kupfer und Zinn mitnehmen. Das machen wir uns komplett auf die 4, wenn das überhaupt geht. Kernholz, Kernholz, Kernholz. Hier haben wir es. Komm, zack, bam.
erstmal Flug auf die 2. Dann bringt das irgendwas? Gewicht 2. Haltbarkeit 400. Okay, die Haltbarkeit. Bam, sind wir geil. So, komm, 2 Bronze. Die stellen wir uns hier noch her. Hau hier mal 5 Bronze durch. Und Flug auf die 3. Bam! Schön! Wie geil! Und jetzt... Ach, geht nur bis 3. Schade. Ja, Bronzeaxt brauchen wir nicht aufwerten. Wir holen uns irgendwann mal noch eine Eisenaxt. Das muss schon drin sein. Ich nenne die Folge Flug auf 3. Flug auf Stufe 3. Wir sind die geilsten, oder? Irgendwie so. Ich weiß nicht, sind wir jeweils in Bedrängnis geraten mit dem Flug? Er hat es ja jedes Mal geschafft, das Feld hier komplett zu beflugen, oder? Ich glaube schon. Na gut, also wir müssen auf jeden Fall Loxi zähmen. Generell noch eine kleine Loxzucht. Ach, ja. Wie schön. Brauchen wir in Zukunft nochmal Silber? Bereue ich das jetzt, wenn ich das Ding hier abbaue? Wahrscheinlich schon. Wollen wir noch eins aufstellen oder lassen wir's? Ah, ich weiß es nicht. Nee, komm, wir reißen das jetzt hier ab. Steinsuche hieß es, ne? Ich hoffe. Ja, was soll's. Wir reißen das ab. Und jetzt mal gucken, in welche Richtung müssen wir denn? Eigentlich hier so runter, ne? Ja. Boah, der Schneesturm ist aber krass. Man sieht ja fast gar nichts. Das erinnert mich gerade an diese richtig schlechte Mobilcom Debitel-Werbung. Mit das kostet fast gar nichts. Das ist... Ich hab's gehasst. Ist gut, ist gut, ist gut. Lass mich mal in Ruhe. Ja, wir gucken nochmal. Also auf jeden Fall wollten wir ja auch in den Ebenen noch eine Basis aufbauen. Vielleicht werde ich es dann noch einfach so ein bisschen mischen mit den Folgen. Sagen wir, wenn ich zweimal die Woche streame und aus beiden Streams ein Video irgendwie zusammenbasteln kann, sind das ja schon mal 2 die Woche und pro Woche kommen ja 3 Folgen circa. Vielleicht mache ich dann nur 2 Twitch-Folgen, eine normale oder sowas. Wäre ja auch eine Überlegung wert. Ich habe geblockt. Verschwinde. Da ist ein Loxi. Hab ich anscheinend doch nicht richtig geblockt. War zu spät. Hau bloß ab da vorne. Gar keinen Bock. Komm, ich bin richtig verschwenderisch. Wir hauen mal Eiktür durch. Jedes Mal aufs Neue suche ich hier, wo die Basis genau ist. Aber die ist da vorne irgendwo. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie, dass die gleich hier ist. Aber die ist tatsächlich erst hier hinten. Und die Winschelroute. Winschel mit I. Die hat er dort angeschlagen. Wollten wir eigentlich auch nochmal gucken, was das ist. Machen wir gleich mal. Na, leck. Genau im richtigen Moment. Aber es hat mich nicht getroffen. Es hat sich weggeleckt, oder? Naja, wir haben zwar echt viele Nadeln, aber da kann man nicht genug von haben. Wir gucken gleich mal, was die Wünschelrute da wollte. Ich bin wirklich besoffen. Wir sind doch jetzt dran vorbeigerannt, oder? Ja, wir gehen jetzt erstmal zur Wünschelrute. Hier hinten war das Teerding, genau. Ach, Mann. Ist ja normales Wasser. War das schon so? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist viel zu lange her. Bräuchte mal ein bisschen Ausdauer. Ah, ich wollte es perfekt timen, aber nein. Och, Mann. Jetzt rennen die uns wieder 8 Jahre hinterher.
Und ich wollte hier mit der Wünschelrute was machen. Sag mal, was ist denn hier los, alter Schwede? Ja, Loxe, totes Kitos und ich höre auch schon wieder die ersten Kobolde. Geil. Greift der die Loxe an? Ich habe gerade keinen Bock auf Loxkampf, ehrlich nicht. Wir sind viel zu low unterwegs. Was haben wir denn? Na, Giftpfeile haben wir dabei. Aber die geben nicht auf. Ach, Mann. Gut. Das gibt's doch nicht. Alter. Was ist denn hier los? Sag mal, ist das ein Bug oder ist das Kack? Komm, schon wieder 3 Sekunden kein totes Kido. Was ist denn hier los? Hallo, hallo. Hättet ihr Bock? Ich würde mich gerne stechen lassen. Wahnsinn. Ja, komm. Verschwinde, gib mir Münzen und Schwarzmetall. Guck mal, Loxis haben in Ruhe gelassen. Perfekt. So, Wünschelrute an. Ich hätte gar nicht so weit gemusst, ne? Warum passiert hier nichts? Hä? Ich bin mir relativ sicher, dass wir dann hier nicht gegraben haben. Guck mal, da ist noch ein totes Kito. Hat er uns? Ja, jetzt hat er uns. Hallo. Guck mal, geiles Schild, ne? Ich weiß nicht, wir haben doch... Nee, hier war kein Teer, oder? Nee, das war einfach so. Ja, keine Ahnung. Komisch. Irgendwie habe ich es aber auch noch in Erinnerung, dass wir dort was gemerkt haben und wir gerade keine Zeit hatten oder keinen Bock oder Gegner am Arsch. Keine Ahnung was, aber auf jeden Fall war da was und darum habe ich es mir markiert. Wo ist denn jetzt unsere gute Basis? Ich markiere es mir diesmal. Entschuldigung. Ja, die war ja auf jeden Fall nicht erst hier hinten. Schon 1000 Mal hier gewesen, ne? Und ich krieg's trotzdem nicht auf die Reihe. Schön. Die war halt auch relativ klein. Ich habe die das letzte Mal schon gesucht. Hier war Teer. Aber bloß noch Stein rum. War die doch hier weiter vorne oder bin ich jetzt schon wieder... Ey, Entschuldigung, Leute. Ey, wirklich. Ihr müsst euch auch denken, was ist mit dem Typen los? Nein, ich kiffe nicht. Nur mal so als Info. Das ist einfach... Ich bin einfach generell lost. Gut, also hier kommt nichts mehr. Na gut, wir laufen nochmal zurück. Es tut mir wirklich leid. War die doch weiter hinten? Es ist halt so, wenn man sich die ganze Zeit immer nur hin und her teleportiert, man läuft die Wege nicht mehr. War das nicht hier vorne hinter den Stein? Wir hatten doch die Steine und da standen immer die Loxe. Das passt doch schon mal. Und gleich dahinter war doch eigentlich die Basis. Dann wäre ich ja jetzt 2-mal dran vorbeigerannt. Ich bin zwar verbimmelt, aber so verbimmelt? Nicht so verbimmelt? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass das Update uns hier irgendwie gerade die Basis geklaut hat. Aber eigentlich entdeckte Gebiete schon, die wären doch nicht nochmal... Da passiert doch nichts. Aber wir waren doch nicht so weit hinten und ich erinnere mich an die Steine. Das wäre ja krass. Ich meine, wir haben es ja nicht selber gebaut. Wir haben ein bisschen Flachs angebaut. Aber sonst haben wir da ja einen guten Portal. Ne, das Portal haben wir ja auch mitgenommen. Und das Update kam natürlich rein.
als wir gerade im Gebirge unterwegs waren, haben wir das Portal mitgenommen, weil hier so weit hinten, hier an dem Birkenwald war es nicht. Boah, wäre das fies. Also so weit hinten waren wir auf jeden Fall nicht. Unsere Basis war doch nicht hier. Wann bin ich denn da zweimal gestorben? Beides am selben Tag auch noch. War das mit den Loxen? Waren wir doch hier hinten? Oh, in der Luft geblockt. Nein, keine Ausdauer mehr. Kacke. Ja, komm. Wenn unsere Basis jetzt doch hier ganz um die Ecke war, dann... Wir standen einfach nicht richtig, ne? Ich glaube, weil wir das Schild nach vorne halten... Ach, komm doch. Ich lasse das Zeug jetzt liegen. Haben wir doch hier? Das kann sein, ne? Ah, ich laber hier bestimmt einen Scheiß. Wir kommen jetzt hier vor und die Basis ist da. Und ich mache mir hier voll die Sorgen, dass das Update uns irgendwie die Basis gestealt hat. Gestealt. Ja, ich weiß. Können wir mal Essen nachhauen? Wo ist es hin? Ach, eine Sekunde zu früh losgelassen. Ist natürlich auch richtig viel Birke am Start. Das ist doch nicht normal. Das war doch sonst nicht so schlimm. Da nehmen wir ein bisschen Abstand. Folge gleich rum. Ich wollte eigentlich nur schnell zur Basis. Was ist denn hier los? Es tut mir leid, Leute, aber... Also entweder bin ich völlig bescheuert, aber sowas von bescheuert, dass ich echt so dumm bin, meine eigene Basis wiederzufinden. Es kann sein, dass sie jetzt hier dahinter kommt. Das gibt's einfach nicht, ne? Vor allem, ich renne hier wieder schön ohne Ausdauer rum. Dann wäre halt auch geil, wenn wir jetzt sterben. Haben wir kein Portal, ne? So, entweder kommt die Basis jetzt hier gleich oder ich bin doch nicht bescheuert. Geh doch weg, Mensch. So, jetzt bist du verlangsamt. Jetzt kommst du nicht mehr hinterher. Da ist sie, ne? Ach, schön. Es tut mir wirklich leid, Leute. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Zu wenig Schlaf zurzeit. Aktuell irgendwie nur 5 bis 6 Stunden pro Nacht, weil halt immer so lange da oben noch am Werkeln und früh wieder aufstehen und Arbeit und Kind und... Ach, ich will mich nicht aufregen oder so, aber es ist einfach... Ich versuche mich einfach irgendwie auszureden. Warum ich so verbimmelt bin. Boah, schön, alles eingerissen hier. Ich war irgendwie voll drauf aus, dass das hier unten war. Aber nee, wir sind doch auch hier hoch zum Silber. Gut, ich bin beruhigt. Ich dachte wirklich schon, das Update hat irgendwas hier ganz mächtig verkorkst. Es tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Sag mal, kaum bist du mal 2 Sekunden nicht hier, haben die das halbe Dorf wieder eingenommen. Wir sind schon bei knapp einer halben Stunde. Nicht lecken jetzt, macht mal Lack. Oh, hier! Alter Schwede. Au, 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 nein, 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 ich taumle. Holy shit. Ach du Scheiße, wir sind wirklich gleich tot. Ey, 2 Leben noch, tot. Tot! Das gibt's doch nicht, das gibt's einfach nicht. Och, Scheiße, ey, jetzt müssen wir da wieder hinkommen. Fuck! Das ist doch nicht der Ernst jetzt, was ist denn jetzt passiert? Och, Mann. Ich wieder schön ohne Ausdauer dahin renne und auf einmal 5 so eine... Och, das gibt's doch nicht. Guck mal, jetzt haben wir hier noch so einen schönen Eintrag. Guck mal, hier kannst du fast eine Linie durchziehen. Eine gerade. Oh Gott, was haben wir denn jetzt vor? Scheiße. Entschuldigung, aber ist so.
Wir haben, naja, hier oben bei der Drachenmutti, ne? Och, nö. Es passiert irgendwie gefühlt in letzter Zeit meistens zum Folgenende. Kann das sein? Immer zum Folgenende. Bin ich dann so unkonzentriert oder was? Das kannst du keinem erzählen mit der Ausrüstung, die wir haben, mit den ganzen Tränken. Aber ich renne auch jedes Mal los wie der letzte Dulli ohne irgendwie einen Heiltrank. Und nehme das irgendwie alles auf die leichte Schulter, obwohl es doch nicht so die leichte Schulter ist. Komm, ich lass mich jetzt hier einfach erfrieren. Ah, Mann. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Jetzt müssen wir nochmal kurz, wir müssen mal ein paar Minuten Überlänge machen. Haben wir noch eine zweite Axt bestimmt, oder? Ich wollte ja Holz sammeln. Wir haben noch eine Axt, das ist schon mal gut. Rüstung finde ich auch noch. Ja, dann fangen wir nächste Folge damit an, irgendwie wieder hier hoch zu kutschen. Also ich glaube, wir haben hier bei der Drachenmutti noch ein Portal. Na gut, wir haben hier noch ein Portal, ne? Ja, wir haben ja hier das Boot stehen. Na gut, es geht. Es geht. Es ist nicht übertrieben weit, aber schön ist es trotzdem nicht. Es tut mir leid, es war keine Absicht. Gefühlt gar nichts geschafft, die Folge, weil ich so lange nach der Basis gesucht habe. Verzeiht mir, ich bin bald wieder besser drauf, was mein Gehirn angeht und so. Wir sehen uns übermorgen 19 Uhr. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.